Hallo und willkommen auf dem Optionswelten-Kanal. Das heutige Video richtet sich vornehmlich an die Investoren unter uns. Wir erzählen euch heute, wie ihr eure Aktienpositionen im Portfolio dazu nutzen könnt, um Cash-Einnahmen zu generieren. Das bietet euch der Optionshandel. Also bleibt dran! Viele von euch sind vermutlich gerade dabei, ein langfristiges Aktien- oder ETF-Portfolio aufzubauen, das zum Beispiel bei Renteneintritt dafür genutzt werden kann, um die Einnahmen aus der gesetzlichen und gegebenenfalls auch aus der betrieblichen Rente aufzubessern. Wir verfolgen in unseren Portfolien Strategien zum Dividendenwachstum mit dem Ziel, den damit erzielten Cashflow in einer späteren Lebensphase als passives Einkommen zu nutzen, um den Lebensstil zumindest mal konstant zu halten. Das heißt, wir investieren in grundsolide Unternehmen, die über einen langen Zeitraum von über 20 Jahren zeigen konnten, dass sie zuverlässige Dividendenzahler sind und die Dividenden auch Jahr für Jahr gesteigert haben. Denn was gibt es Schöneres, auch als späterer Rentner von Jahr zu Jahr eine Gehaltserhöhung zu bekommen, ohne etwas aktiv tun zu müssen? Solche Unternehmen sind in vielen Fällen große Unternehmen, die eher in konservativen, langsam wachsenden Branchen wie Konsumgüter, Pharma oder Energie unterwegs sind. Aber wenn man ausschließlich eine Dividendenstrategie umsetzt, dann beschneidet man möglicherweise das Potenzial des Portfolios, da man eben nicht in die dynamisch wachsenden, aber nicht ausschüttenden Unternehmen, zum Beispiel aus dem Technologiesektor, investiert ist. Und wer weiß, vielleicht sind ja die heute noch nicht ausschüttenden Unternehmen die Dividendenausschütter von morgen. Es gibt da viele attraktive Unternehmen, die sehr dynamisch wachsen und die erzielten Erträge lieber im Unternehmen belassen, um diese wieder zu reinvestieren. Amazon, Alphabet und Adobe sind ein paar Beispiele von Unternehmen, die die Erträge lieber reinvestieren, anstatt sie an die Aktionäre auszuschütten. Die Frage ist also, wie du einen regelmäßigen Cashflow in Form einer Quasi-Dividende erzielen kannst, wenn du in nicht ausschüttende Unternehmen investiert bist. Der Frage wollen wir heute nachgehen und die Lösung liegt, wie du dir vielleicht schon denken kannst, im Optionshandel. Das wollen wir nun mal am Beispiel der Aktie von Berkshire Hathaway erläutern. Stell dir vor, du hast 100 Aktien von Berkshire im Portfolio, da du ein brennender Anhänger von Warren Buffett bist. Und nehmen wir mal an, du hast die Aktien vor ca. einem Jahr im März 2022 zu einem Kurs von 340 US-Dollar gekauft, also für insgesamt 34.000 US-Dollar. Dann hast du Stand heute einen Buchverlust in der Position von ca. 1.600 US-Dollar, da der Kurs von Berkshire zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos bei ca. 324 US-Dollar steht. Du glaubst aber weiterhin an das Unternehmen und betrachtest den Kauf als langfristiges Investment. Dennoch hast du ja mit diesem Investment nicht nur einen Buchverlust im Depot, du hast in der Zeit auch keinen Cashflow aus Dividenden generiert, da das Unternehmen nun mal zu denjenigen gehört, die den Gewinn nicht an die Aktionäre ausschüttet. Was könntest du also machen, um doch einen Cashflow in das Depot zu bekommen? Dazu müssen wir einen kurzen Exkurs in den Optionshandel machen und kurz erklären, was eine Call-Option ist. Wenn man eine Call-Option kauft, hat man die Erwartung, dass der Kurs der Aktien, also in diesem Fall Berkshire Hathaway, steigt. Der Käufer dieser Call-Option hat das Recht, 100 Aktien von Berkshire zu einem festgelegten Preis, dem Strike-Preis des Calls, zu kaufen. Sofern es für ihn vorteilhaft ist, also dann, wenn der Kurs innerhalb der Gültigkeit der Option über den Strike steigt, kann der Käufer den Call ausüben, da er nun die Aktien günstiger kaufen kann, als diese am Markt gehandelt werden. Soweit die Käuferseite des Calls. In unserer Videoserie am Whiteboard stellen wir die Option nochmal im Detail vor. Die Gegenpartei des Call-Käufers ist der Call-Verkäufer. Er ist gegenüber dem Call-Käufer verpflichtet, die 100 Aktien des Basiswertes zum Strike-Preis zu verkaufen, wenn dieser es von ihm verlangt. Für dieses Risiko erhält der Verkäufer des Calls eine Prämie, die er in jedem Fall behalten darf, egal ob der Käufer des Calls nun von seinem Recht der Ausübung Gebrauch macht oder eben nicht. Wenn nun also ein Verkäufer eines Calls den zugrunde liegenden Basiswert in seinem Depot hat, handelt er einen sogenannten Covered Call, da der verkaufte Call durch die Aktienposition gecovert, also gedeckt ist. Er muss sich also nicht die Aktien von jemandem leihen, wenn der Käufer des Calls die Aktien haben möchte, sondern kann diese aus seinem Depotbestand abgeben.
Je nachdem, wie man nun den Abstand des Strikes, des Calls zum aktuellen Kurs des Basiswertes wählt, hat man eine höhere oder eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass der Käufer des Calls die Aktien übernehmen möchte. Entsprechend höher oder geringer sind die Prämien, die der Call-Verkäufer einnimmt. Der Covered Call ist genau die Strategie, die wir verwenden, um auf bestehende Aktienpositionen einen regelmäßigen Cashflow zu generieren. Und zwar unabhängig davon, ob es sich nun um eine dividendenzahlende oder eben um eine nicht ausschüttende Aktie handelt. Die Voraussetzung allerdings dafür ist, dass man mindestens 100 Aktien des Unternehmens im Depot hat. Bei der Umsetzung des Covered Calls ist es wichtig, dass man den Strike des Calls weit genug weg vom Kurs des Basiswertes wählt, sodass die Option mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausgeübt wird und wertlos verfällt. Kommen wir also zurück zu unserem Berkshire Hathaway Beispiel. Nehmen wir mal an, dass du auf deine bestehende Aktienposition seit März 2022 jedes Quartal eine Call-Option mit einer Restlaufzeit von 3 Monaten verkauft hast, und zwar mit einem Strike, der ca. 10-12% oberhalb des Kurses der Aktie lag. Im Chartbild ist das anhand der grauen Linien dargestellt. Dann hast du jedes Quartal eine Prämie aus dem verkauften Call erhalten, die ähnlich einer Dividende einen quartalsweisen Cashflow ins Depot liefert. Wir haben das mit Hilfe von historischen Daten simuliert und in dieser Tabelle zusammengestellt. Insgesamt hättest du in einem Jahr durch die 4 Call-Optionen in Summe Prämieneinnahmen von 1.108 US-Dollar realisiert, da alle Optionen wertlos verfielen und durch den Käufer nicht ausgeübt wurden. Die 1.108 US-Dollar entsprechen somit einem Cashflow von 3,25% bezogen auf das investierte Kapital von 34.000 Dollar. Du siehst also, dass du durch die Nutzung des Covered Calls auf bestehende Aktienpositionen in deinem Portfolio eine zusätzliche Rendite generieren kannst, die auch mit nicht ausschüttenden Aktien umsetzbar ist. Dabei gilt es natürlich, einiges zu beachten. Zum einen, wie setzt du den Strike richtig? Zum anderen, welche Laufzeiten solltest du wählen? Und zum dritten, wie managst du die Position, sollte der Kurs über dem Strike der Call-Option notieren? All diese Fragen beantworten wir in unserem Basiskurs Optionshandel, den du auf unserer Homepage unter www.optionswelten.com findest. Du kannst uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn du Fragen oder Anmerkungen haben solltest. Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. Bis dahin wünschen wir alles Gute und bis zum nächsten Video.